Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du halt wieder eingeschaltet hast und bei diesem Video mit dabei bist. Und wie ihr seht, bin ich nicht daheim, bin ich nicht zu Hause, sondern ich bin in Marrakesch, in Marokko. Und, Leute, ich bin so aufgeregt. Ich bin nämlich gerade erst vor einer Stunde hier angekommen, habe gerade schnell alles ausgepackt und starte jetzt erst diesen Vlog für euch, weil ich nämlich schon vorher vor der Anreise es gar nicht zu Hause geschafft habe, weil wir heute Morgen um 6.30 Uhr schon nach Düsseldorf zum Flughafen gefahren sind und von Düsseldorf bin ich dann hier nach Marrakesch geflogen. Und ja, was mache ich hier? Ich bin hier wieder, ihr wisst ja, ich war mal schon vor 2 Monaten war ich in Mykonos mit auf der VIP-Haus-Tour mit Spreadvertise und diesmal habe ich Spreadvertise wieder eingeladen. Diesmal sind wir aber nicht in Mykonos, sondern wie gesagt in Marrakesch und ich dachte, ihr hattet den letzten Vlog schon so gefeiert, dass ich wieder hierüber auch einen Vlog drehe und ja, mein Zimmer, das ist Bombe. Ich werde euch gleich eine Roomtour einblenden. Ich bin mega gespannt auf die Zeit hier und werde euch auf jeden Fall die 4 Tage, die wir jetzt hier sind, mitnehmen. Wir sind nämlich in einer riesen Villa. Allein der Pool ist so groß, ich habe gedacht, das ist ein Schwimmbad hier. Und ja, schaut auch gerne bei Spreadvertise vorbei. Ich verlinke euch hier deren Instagram-Account. Und ja, ich freue mich auf die 4 Tage und ich würde mal sagen, wir starten jetzt erstmal mit einer kleinen Roomtour von meinem Zimmer. Und ja, und ich bin schaut mal, wie schön dieser Sonnenuntergang ist. Ah, warte, ich zeige den hier nochmal. So, ich bin jetzt mal auf dem Balkon. Schaut euch mal, wie schön dieser Sonnenuntergang ist. Es ist so schön. Oh mein Gott, jetzt gehe ich wieder rein, aber schau mal, wie schön der Ausblick einfach ist. Man sieht einfach alles. Ich werde euch natürlich nicht nur mein Zimmer zeigen, sondern ich werde euch gleich auch mal mit unten noch alles mitfilmen, was ich noch so aufnehmen kann. Ich werde natürlich alles filmen. Und ich habe noch gar nicht weiter geschaut als mein eigenes Zimmer. Aber ja, ich bin gespannt, wie es unten noch aussieht und so, Leute, ich bin jetzt mittlerweile auf meinem Zimmer. Wir haben nachher dann noch was gegessen. Ich habe auch ein bisschen Penny mitgefilmt. Ich weiß nicht, ob ich die Aufnahmen in den Vlog einblende. Wenn nicht, habe ich das wahrscheinlich schon getan. Auf jeden Fall bin ich jetzt auf meinem Zimmer. Habe ein Riesenbett für mich ganz alleine. Und ich werde dann gleich mal schlafen gehen. Wir haben jetzt zwar gerade erst, was sage ich, wir haben gerade 11:30 Uhr. Aber deutsche Uhrzeit wäre schon 10:30, also sollte ich vielleicht mal schlafen gehen, damit ich morgen nicht verschlafe, aber werde ich eh nicht, weil ich bin ein Mensch, der früh aufsteht. So Leute, wir haben jetzt den ersten Tag in Marrakesch und wie ihr seht, bin ich bereits auch schon komplett ready. Wir haben gerade 8.38 Uhr, also noch sehr pünktlich und ja, ich habe sehr gut geschlafen und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich werde auf jeden Fall gleich mal runtergehen. Ich warte jetzt aber noch bis 10 Uhr, weil ich um 10 Uhr noch was hochladen möchte. Auf Instagram, also bei uns im Neuen. Dann gehe ich mal runter und schaue, was es so zum Frühstück gibt. Und ja, dann sehen wir uns schon wieder. So Leute, wir sind jetzt hier vor unserem Spiegel und werden uns jetzt die Haare fresh machen. Und da kommen gleich die Kamele. Ja. Und wir sind gespannt, die kommen wir hier in unser Haus rein. Mal schauen. So Leute, wir sind jetzt ready gemacht. Melina hat mir gerade fresh die Nudeln gemacht, die Lok gemacht. Und die Kamele sind bereits da und mal schauen. Ich werde euch mitnehmen.
So, Leute, wir wollen uns jetzt umziehen. Tada, ich habe ein cooles König der Löwen. Schön an und hat nur Tata. Und wir machen jetzt, glaube ich, gleich Bilder am Pool. Und ja, ich suche gerade mein Kamerastativ, weil ich euch gerade so festhalte und ich hatte irgendein Stativ, aber mal schauen, ob ich es wiederfinde. Ich melde mich back wieder mit einem anderen Outfit. Und zwar bin ich jetzt wieder auf dem Zimmer. Wir haben den ganzen Nachmittag nämlich draußen am Pool verbracht, haben Bilder gemacht, haben auch gechillt. Also nicht, dass ihr denkt, wir machen nur Bilder. Und ja, jetzt, oh mein Gott, es fängt schon wieder an, dieser unglaublich schöne Sonnenuntergang. Oh mein Gott, ihr seht ihn gerade nicht, weil die Kamera gerade eingestellt ist, dass ich hier gesehen, gezeigt habe. Ich habe schon wieder meine Kette falsch rum. Mensch! Auf jeden Fall, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, dass ich mich gerade ready gemacht habe, denn wir hatten eigentlich heute vor, hier nur noch Abend zu essen und dann den Abend hier zu verbringen. Aber spontane Planänderung, wir gehen heute Abend noch auf eine Couscous-Party. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das ist. Also ich schätze mal, dass wir da Couscous zum Essen geben wird. Aber da sollen auch so mega crazy Leute rumrennen, also wir wissen es nicht. Und ja, ich werde auf jeden Fall die Kamera mit am Start haben und mitnehmen. Mal schauen, ob ich da was filmen kann. Das ist irgendwie so eine private Party. Ja, ich bin excited und ich zeige euch mal mein Outfit. Das ist mein Outfit. Weil in Marrakesch, Leute, müsst ihr euch mal vorstellen, hier sind morgens sind hier 9 Grad. Da spät man sich den Arsch ab. Dann tagsüber sind es einfach 28 Grad, also richtig heiß, fast 30. Und jetzt weiß ich nicht, was ich genau machen soll. Deswegen habe ich gedacht, mache ich so ein Zwischending. Ich ziehe sowas, was ein bisschen frei hier oben ist und leicht ist. Weil jetzt sind halt noch 24 Grad, aber sobald die Sonne weg ist, ist es arschkalt und guten Morgen, Leute. Wir haben jetzt schon den zweiten Tag hier in Marrakesch. Und ich bin bereits auch schon wach. Wir haben jetzt mittlerweile 8:30 hier. Und ja, gleich gehe ich wieder auf jeden Fall runter zum Frühstück, weil halb neun, ja. Ach, egal. Auf jeden Fall gehe ich gleich runter zum Frühstück. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen oben bleiben. Und ja, ich bin hier ganz alleine in meinem Zimmer. Und ich habe das Gefühl, die anderen sind so 10 Kilometer weit von mir weg, weil hier hört man einfach so gut Bescheid, dass ich einfach nichts höre vom Nebenraum. Weil Melina ist ja in dem Raum dagegenüber. Aber man hört einfach nichts. Ich weiß nicht mehr, ob sie wach ist oder so. Okay, ich kann nicht schreiben. Aber man hört einfach gar nichts. Ich habe das Gefühl, ich bin hier in diesem Riesenzimmer und diesem Haus ganz alleine. Aber egal. Und heute wird auf jeden Fall auch ein cooler Tag. Und zwar werden wir heute unter anderem auch Quad fahren. Und dann werden wir noch so zu anderen Locations fahren. Da weiß ich aber nicht ganz genau. Aber wir werden auf jeden Fall Quad fahren. Und ich bin ja bereits schon mal in Dubai Quad gefahren. Und ich liebe das. Ich finde es so cool. Ja, und ich freue mich auf den Tag und dann nehme ich euch wieder mit und dann würde ich sagen, bis später. Bevor es jetzt zum Quad-Tour geht, gehen wir in den Supermarkt und schauen, was wir hier noch für leckere Snacks aufsammeln können. So, die Leute, groß einkaufen Süßigkeiten von uns, wir wollen eine Challenge machen nachher. So Leute, für uns geht es jetzt zum Quad-Fahren. Da steht ich mit Max und wir haben jetzt schon Helm bekommen und es ist einfach so wahnsinnig kalt, dass ich mein ganzes Auto, was ich geplant habe, umwerfen muss. Oh, naja. Leute, ich sehe aus wie ein Staubhaufen. Wir sind gerade Quad gefahren. Make-up sitzt, wir wollen jetzt Bilder machen. Sie wird schon geflutet und der macht sogar noch extra Staub, damit wir noch staubiger aussehen. Ja, kann ganz lustig werden gleich. Guten Morgen und willkommen zu Tag 3 aus Marrakesch. Ich bin bereits schon ready und fertig. Wir haben heute Montag und das Wetter ist heute ein bisschen kritisch, weil angeblich soll es hier heute regnen.
Und es sieht auch tatsächlich schon so aus, als ob es hier regnen wird. Also es sieht nicht so warm aus, deswegen habe ich jetzt erstmal einen Strickpulli an, Leute. Gestern, es war so kalt. Wir waren ja Quadfahren. Ich habe da leider so schlecht selber mitfilmen können, weil ich, Alter Leute, ich glaube, ich habe euch die Aufnahme davor, habt ihr, glaube ich, gesehen. Ich war einfach braun. Also jetzt sehe ich ja weiß aus, wie so ein Käse. Aber ich war wirklich, ich hatte so einen kompletten Braun, als ob ich so einen Selbstbräunerunfall hatte. Nach dem Quadfahren. Und deswegen habe ich auch gestern Abend gar nichts mehr gefilmt, weil wir waren dann zu Hause. Als wir wieder nach Hause kamen, haben wir uns alle geduscht, wieder fresh gemacht und den ganzen Staub rausgewaschen. Und ja, ich habe das Gefühl, meine Haare sind immer noch staubig. So Leute, ich bin jetzt ready gemacht, ready für den Tag. Die liebe Melina hat mir gerade eben die Haare gemacht. Ich habe mir so Braids geflochten und Locken gemacht. Danke nochmal an dich, Melina, wenn du das siehst. Und ich zeige euch mal mein Outfit of the Day. Wie gesagt, es ist kalt, deswegen habe ich einen Pulli an. So, und zwar habe ich einen Rollkragenpulli an mit einer langen Hose dazu und dem Gürtel. Und ja, es kann losgehen, würde ich sagen. Die anderen warten schon unten und ich werde jetzt auch mal runtergehen. Und dann geht's los. So Leute, wir sind jetzt an unserer Dinner-Location angekommen. Hier sind auch die anderen Mädels. Ja, stimmt. Das ist Melina. Aber auch so eine Witze. Geil, ich habe auch coole Bilder gemacht. Und guck mal hier, da ist ja. Mega. So Leute, wir sind jetzt wieder daheim, weg aus der Stadt, aus der City. Und heute ist ja unser letzter Abend. Morgen geht's wieder nach Hause. Für mich erst gegen 16 Uhr. Ich komme sehr, sehr spät morgen zu Hause an. Das glaubt ihr mir gar nicht. Ich fliege nämlich erst um 16 Uhr. Hab einen Direktflug nach Frankfurt, aber nicht zum Frankfurt Airport, diesen Hauptbahnhof, aber Haupt-Airport, sondern einen, der weiter weg ist. Und von da fahre ich nochmal 5 Stunden nach Hause und meine Eltern holen mich extra ab, weil wir halt so spät landen, dass die Zugverbindungen auch echt kritisch sind. Und ja, das ist echt krass für meine Eltern, weil die einfach 10 Stunden am Stück fahren. Und aber Mama, danke und danke Papa, dass ihr das macht für mich. Hab euch ganz doll lieb. Und ja, wir werden jetzt noch gleich runter ein bisschen zusammen quatschen und den Abend ausklingen lassen. Dann geht's auch schon ins Bett. Und dann wird morgen auch gepackt. Und dann vlogge ich morgen noch mal ein bisschen weiter. Mal schauen. Dann sehen wir uns morgen. Good night.